So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von der Front des Terranischen Überlebenskomitees und der Hyphna Unity, die, wie wir letztes Mal zum Schluss herausgefunden haben, hier eine schlimme Maschine bauen, die, wenn sie fertig ist, sie das Spiel gewinnen lässt. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die angreifen können. 4,6 ist die Sternbasis hier. Wenn wir denen das wegnehmen, was wir schnell tun sollten, dann stehen wir gut da. Und wir sind gerade dabei, hier hier ein paar Welten zu erobern. Ich glaube, die haben wir schon erobert jetzt hier. Ja, Tatsache. Nee, das ist Terra Nova. Da bauen wir was. Quatsch. Wo haben wir... Ah, hier oben. Hier oben ist eine Transportflotte. Die schicken wir denen mal hinterher hier. Es dauert alles etwas. Vielleicht sollten wir hier irgendwo im Kriegsgebiet mal ein Sternentor bauen. Zum Beispiel hier. Es wird zwar vermutlich erst fertig, wenn der Krieg vorbei ist, aber... wie gesagt, Versuch ist wert, dann geht das alles ein bisschen schneller hier. Gut, also ihr steht da erstmal rum, du wartest hier. Dennoch drei Systeme entfernt von hier. Hier hat er eine 5000er Flotte, also wir wissen nicht, dieser Drache, den wir letztes Mal gezähmt haben, wir wissen nicht, was der überhaupt so auf dem Kasten hat. Der sieht jetzt noch nicht so groß und gefährlich aus. Aber es wird alles helfen hier. New technology discovered. Und eine neue Technologie. Unsere Anführer werden länger leben. So. Gucken wir mal. Wir dürfen nicht vernachlässigen, was im Inneren passiert. Dann haben wir hier eine Generatorwelt mit Arbeitslosen. Das muss nicht sein. Das ist nur ein Arbeitsloser. So, bauen wir hier mal noch ein paar Verbesserungen hin. Und... genau. Und auf New Earth können wir das. Und hier können wir noch zwei mehr Forschungsdingsies bauen. Und ich glaube, noch mehr Forschung bauen ist sowieso keine schlechte Idee hier. Ja. Ja, hier sind jetzt alle versorgt. Hier auf Terra Nova fehlen immer noch Wohnungen. Können wir hier was abreißen? Wir haben momentan genug exotische Gase, die wir hier nicht herstellen. Wir haben auch genug seltene Kristalle, aber nicht so viel genug. Warum brauchen wir das Forschungsinstitut? Ach so, weil wir hier Forschungskomplexe haben. Okay, na gut. Na gut. Ich bitte um Aufmerksamkeit, Menschen. Wenn ihr andere benötigt, die eure Kämpfe führen, sieht das so aus, liebe Estragon Reavers, dann wisset, dass Estragon Söldnerflotte jetzt verfügbar ist. Ja, ihr habt richtig gehört, wenn ihr den niedrigen Preis bezahlen könnt, sind die besten Söldner der Galaxis für die besten Preise bereit, für euch zu kämpfen. Okay, gut zu wissen. Wird mal alles verbessert. Planetary Invasion. Aha! So, das sieht so aus, als sollte ich das eigentlich locker gewinnen hier. Obwohl, der hatte auch Gensoldaten. New technology discovered. Abbau von... We have seized an enemy world. Nice. So, also da haben wir Nummer 1. Was ist das hier? Okay. Das war jetzt eigentlich so nicht gedacht, dass die meine Welt klauen hier. Ja, das schaffe ich auch. Okay.
Also die Bufferdonnen, die kommen ja von... Wo kommen die her? Von hier oben. Die möchten das System gerne haben, ne? Ist mir egal. Ist mir so egal. Sollen die halt. Debris scanned. Wenn die möchten. So. Wo ist eigentlich Flotte 4? Hm, gibt's gar nicht, wa? So, das können wir trotzdem mal verbessern, nur für den Fall. Und bauen wir mal ein Verteidigungsnetz-Dings hier hin. Oh, warte, da können wir gleich noch ein paar mehr Verteidigungsplattformen. So. Nur damit wir die hier uns in Ruhe holen können und uns hier nicht groß drum Sorgen machen müssen. New technology discovered. Commencing planetary invasion. So, und schauen wir mal. Das sieht auch relativ gut aus für uns. Jo. Und mehr Technologie. Okay. Debris scanned. Planet conquered. Super. Okay, könnt ihr hier hin? Armeen landen. Wie viele gibt's hier? 233, ja, das kriegen wir auch locker hin. Cool, 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 cool. Das ist ein bisschen albern, dass sie jetzt hier ein System haben, aber soll mir recht sein. Mit dem Bufferdonnen komme ich klar, glaube ich. So, ihr könnt in das System, wo sich alles sammelt. Und haben wir noch irgendwas für Forschung? New technology discovered. Neue Forschung. System scan complete. Okay, Invasion. Auch das sieht ziemlich gut aus. Da müssen wir bald mal gucken. So. 8,7, das sieht nicht so schlimm aus hier. Scanned. Kolonie erhalten. Wir haben die Kontrolle über Memana, welches vorher Bufferdon Stellar Authority gehört, erhalten, da wir die Sternbasis im Altwerkssystem kontrollieren. Okay. Interessant. Ja, da habe ich doch selber erobert. Was wollt ihr denn von mir? Okay. So, ihr sollt mal hier hingehen und ihr sollt mal hier hingehen. So, dann mal gucken, wie sich unser Weltraumdrache macht, wenn es jetzt daran geht, tatsächlich zu kämpfen. Weltraumdrache macht sich gut. Okay. Wollen wir mal hier hinziehen. So, jetzt müssen wir uns langsam mal die Welten angucken, die wir hier erobert haben. Das sind Ratia, Firlis Web und Memana.
Säuberung unerwünschter. Was wie unerwünschter? Ich habe doch keine unerwünschten. Wat? Hifner. Ja, warum sind die Hifner unerwünscht bei mir? Rechte festlegen, Staatsbürgerschaft, Assimilation. Ja, nicht unerwünscht. Das ist gut. Die sind ganz normal hier. Ah, das ist ein Schwarmbewusstsein. Scheiße. Da kann ich, glaube ich, gar nichts gegen machen. Das heißt, die hauen von alleine ab. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das heißt, die ganzen Welten, die ich hier eingenommen habe, die werden bald leer sein, wenn ich nicht aufpasse. Also, sollten wir hier vielleicht mal Klonzentrum und Genkliniken bauen? In allen drei. Klonzentrum, wo da? In allen drei Systemen, damit wir hier unsere eigenen Leute heranwachsen. Nee, das ist nicht gut. 78. Gibt es hier irgendjemanden, der hier besser leben kann als uns? Die Panalaxa, Paxanana, die Kempler, okay. Kempler waren dann schon okay und hier. Ja, 88, okay, meinetwegen. 88 ist dann eine relativ gute Prozentzahl für Leute, die da wohnen. Debris scanned. Ich habe immer noch, bin immer noch unter meinem Limit, aber es wird langsam Commencing knapp. Planetary invasion. Ja, auch das sollte ich locker schaffen. Das ist gut. Das ist gut. Dann sind wir bald im HIF-System und können, was auch immer das System ist, was surveyed. Sie da bauen, verhindern. Das ist super. Planet conquered. Okay, Hortis Haven soll dann bitte auch mal assimilieren, ja, das ist gut. Soll dann bitte auch mal das hier bauen. Können die assimilieren? Was sind das für welche? Unterzieht sich Assimilation. Ja, wenn es geht, dann geht's ja. Warum können die und die anderen können nicht? Verstehe ich nicht. Fliegen wir mal gleich an denen vorbei hier. Denn hier in das System, das interessiert uns. Das ist wichtig, damit wir den Krieg verhindern. Und dann Unuk Bi und Kunbar können die meinetwegen behalten. Und was da hinten los ist, ist mir sowieso auch relativ schnuppe. Das hat mit mir nichts zu tun. So, gucken wir mal, wie das hier aussieht. Technology discovered. Ja, jetzt haben wir das System hier, Robert. Können wir den kaputt machen oder gucken? 233 Armeen, das heißt, selbst hier kann ich ohne Probleme landen. Und Hifner erobern. Das ist doch echt großartig. Oh. Zu viel Mineralien. Zu viel Mineralien. So.
Zap, okay. Wir brauchen immer noch eine, ja, eine Megastruktur, um das Ganze hier abzuschließen. Warte mal. Du kannst mal hier hin. System scan complete. New technology discovered. Commencing planetary invasion. Ah, sehr gut. Oh, wir brauchen Geld. Okay. Das kriegen wir natürlich leicht. So. So, da haben wir schon mal eins. Dann können wir hier noch eins hinbauen. Piratengesicht im Baltik-System. Okay, können wir wieder sehen. Planet conquered. Wir haben die Ätherophasenmaschine vernichtet. Die Galaxie ist nun sicherer als zuvor. Sehr gut. Also das haben wir schon mal geschafft. Gehen wir da noch hin und da noch hin. Holen uns die Systeme. Und Dunkelmaterie-Reaktor. Dieses Fleet lost. Forschung muss immer möglich sein. Ah, okay, warum nicht? Wie Fleet lost? Ach, das sind die Piraten, okay. Haben wir hier nicht irgendwelche Schiffe noch hergestellt, die gerade in der Nähe sind? Nee, haben wir nicht. Naja. So, wir wollten den nehmen und den hier noch eine Sterntorbaustelle bauen lassen. New technology discovered. Mining station lost. Tja, ist wie es ist. Ist wie es ist. So. Warum kein Anführer hier? So. So, wenn die Buvadon dann den Rest hier sich um den Rest kümmern wollen, soll mir das auch recht sein. So, hier brauchen wir noch eine Sterntorbaustelle. Da müssen wir bald mal anfangen, unser System eigenes scan galaktisches Weltwunder zu bauen. Commencing planetary invasion. New technology discovered. Eine neue Technologie. Planetary invasion successful. Okay, die haben wir auch fertig. Super. Dann haben wir nur noch dieses System hier. Da muss ja bald auch mal hier, warum sind die nicht kriegsmüde? Das wundert mich. Die haben hier noch ewig viele Flotten stehen und alles Mögliche, aber keine Welten mehr bald. Wie viele Welten haben die noch? Haben die überhaupt noch Welten?
Das ist, die gehört nicht denen, die gehört nicht denen. Die hier sind, ist, glaube ich, besetzt von... Nee, ist besetzt vom Yalon Order. Das ist noch eine Welt der Hifnar Unity. Okay, die werde ich dann mal nicht erobern. Weil die sind die Buvadun im Weg. Und die Yalon, die wollen mich offenbar abschneiden hier. Dann sollen die halt sehen, wie die alleine zurechtkommen, finde ich. Ja. Obwohl, ich könnte hier weiter Systeme einnehmen und dann einfach Sternentore bauen, dann wäre mir das auch egal. Aber ich habe jetzt schon so ein bisschen New Technology discovered. Ganzen, und ich habe so ein kleines Minus mittlerweile auch. Winzig kleines Minus. Oh, ist nur ein Soldat. Cool. Wir wurden in eine Verschwörung gegen Jibro Star Dynasty verwickelt. Die Anschuldigung ist so vage, dass wir nicht in der Lage sind, selbst herauszufinden, ob sie etwas planen oder nicht. Unsere eigenen Spione beteuern, die Anschuldigung sei unbegründet und sie behaupten, es handle sich wahrscheinlich entweder um eine Reaktion der Spionageabwehr eines unserer Ziele oder um eine Verleugnungskampagne, die von einer dritten Partei durchgeführt wird. Was auch immer der Grund oder die Ursache ist, Jibro Star Dynasty hat dies nicht gut aufgenommen. Kurios. So, ihr könnt mal nach Hause gehen und euch verbessern lassen. Achso, das will er jetzt da machen. Naja, warum nicht, wenn ich noch Stationen... Ich habe drei Raumstationen zu viel, also da müsste ich mich mal System drum kümmern. Charted. Das kostet wahrscheinlich Geld und dann schauen wir mal. Über meine Flottenkapazität bin ich noch lange nicht. So. Ja, und dann können wir hier mal die Flotten alle größenmäßig wieder so groß machen, wie sie sein sollen. Und Flotte Nummer 5. New Technology discovered. So, mehr Flottenkapazität, okay. Fleet enhanced. Wo ist denn das Problem jetzt hier? Das Problem hier ist, dass hier eine Piratenflotte ist. So. Dann gehst du mal hier hin und im Dänemark-System auch gerade noch okay. Kümmerst dich darum, dann sollte das Gold zumindest wieder fließen, beziehungsweise die Energie heißt das ja hier. Haben wir hier noch ein Konstruktionsschiff? Das ist hier im Atlantik-System, okay. Du darfst mal einen. Kannst du was bauen? Nein, wir haben keinen Einfluss. Aufgrund dieses langen Krieges haben wir keinen Einfluss mehr. Aber dafür hat sich unser Sternreich irgendwie verdoppelt. Ratsdenunzierung abgestimmt und okay. Gegen die Hisma. Fleet upgraded. Interessant. So, also da könnten wir noch mal. Könnten wir nicht. Mist. Baut der hier schon einen? Nee. Sterntorbaustelle? Nein. Wie viel brauchen wir dazu? 100 haben wir doch. 2500 haben wir nicht. Okay. So, jetzt können wir einen bauen.
Ja, und die Handelsgüter sind alle so wenig. Scan complete. Weil hier die ganzen Leute momentan. So, 6000. 2500 brauchen wir. Okay, 2500. So. Das sind schon mal 2000. Das sind 500. Jetzt sollte das reichen. Im HIF-System, okay. Und hier bauen wir schon eins, oder wie war das? Im Charma-System war das doch, ne? Ja, 202 Tage noch übrig. Okay, dann sollte es etwas schneller gehen, Sachen hier von A nach B zu transportieren. Und dann kann ich vielleicht auch... Ah, der Krieg ist vorbei. Sehr schön. Das Ende von Hifna Unity. Die Sternnation, die früher als Hifna Unity bekannt war, wurde von seinen Feinden zerstört. Wie dies das politische Klima der Galaxis beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Okay. Cool. Wir haben drei Diplomaten verfügbar. Station under attack. Station under attack? Wieso? Ach, im Dänemark-System, okay. Oh! Die Jalon helfen uns. Das ist ja nett von denen. Cool. Nett von euch, Dankeschön. Okay, ja. Das ist eine Agrarwelt, okay. Fleet enhanced. New technology discovered. Oh, wir sind über unser Limit gekommen. Das könnte eventuell auch teilweise ein bisschen damit zusammenhängen hier, dass wir wenig New technology discovered. Rohstoffe haben teilweise. Und noch ein Sternentor. Das ist hier im Charma-System. Das ist hier mitten an der Grenze quasi. Das ist sehr gut. An der ehemaligen Grenze, muss man sagen. Dann können wir hier mal Bergbaustation bauen. Fertig. System charted. Und du kannst mal das alles hier erforschen. Und die beiden auch. Anomalien da. So, haben wir hier sonst noch was? Vielleicht finden wir sogar noch Archäologie-Zeugs. So, du bist da. Okay. New technology discovered. Hm. Okay, lassen wir das erstmal. Sterntaubohrstelle. Neue Forschung, Verwaltungslimit. So, welches System ist das? Brios, das ist hier. Construction online. Das ist cool. Könnten wir mal das Eltor ausprobieren, ne? Da vielleicht mal, was ist das hier? Machen die automatische Erkundung. Okay, da bräuchten wir dann vielleicht mal. Also hier brauchen wir auf jeden Fall eine Sterntorbaustelle, aber die können wir uns momentan noch nicht leisten. Wir haben immer noch drei Sternbasen zu viel. Das heißt, beim nächsten Mal gucken wir uns dann mal an, welche Sternbasen überflüssig sind. Das wird uns ein bisschen dabei helfen. Oh, hier oben. Die Mock Star Dynasty. Okay, die ist hier oben. Ich bin hier lustig am Erforschen scheinbar. Okay. Warte mal, kann ich hier...
Okay, kann ich hier durch? Damit? Brauche ich ein Forschungsschiff, ne? Das Forschungsschiff darf hier durch. In Orbit einfliegen, nein. Ich kann das aufmachen und dann dadurch. Okay. Das können wir ja vielleicht nochmal in Angriff nehmen hier. $6,000 Geld. So, können wir mal gucken, was daraus wird beim nächsten Mal. Und ja, dann wünsche ich euch alles Gute für den Rest der Woche und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und bla. Ja, like das Video, schreibt einen Kommentar, bla bla bla. Bis denn.